Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind voll in der zweiten Mission, nämlich in Hendala. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Mal sehen, wir müssen Käse liefern. Okay, wir brauchen einen Brunnen. Wir müssen das Dorf Kongtisch entdecken. Das wir noch nicht gar nicht sehen. Das ist wahrscheinlich das da drüben. Ja, jetzt aber erstmal uns um unsere Kühe hier kümmern. Wir haben, so wie es aussieht, vielleicht zwei ganze Kuhherden. So, für die errichten wir hier unsere Weiden. Wie ihr wünscht. Wir werden mal gucken müssen, dass wir Landvogtin werden. Verkauft ihr uns zufällig Steine? Nein. Okay. Schon unterwegs. Verstanden. Weil das haben wir definitiv noch nicht. Eine Möglichkeit, Steine abzubauen. Und wenn wir unsere Burg ausbauen wollen, hier, brauchen wir Steine. Also ja, müssen wir weiter erstmal erkunden. Und ja, es sind zwei ganze... Das hier ist eine Zone, das hier ist noch eine Zone, wo wir da unser Eisen herkriegen würden. Ja, hier haben sich die Feinde niedergelassen. Verstanden. Ah, das Problem ist, es ist noch Monsunzeit. Das heißt, wir kommen gar nicht durch die Flüsse durch. So, dann nutzen wir die Gelegenheit, eine Käserei zu errichten. Also ja, ich könnte natürlich das Gebiet hier noch einnehmen und noch mehr Jagdwild zu bekommen. Das kostet sofort das Gebiet zum Einnehmen. Jawohl. Und ja, Landvogt müsste Saraya erst werden. Jawohl. Wie ihr wünscht. Können wir von euch nochmal Tribut verlangen vielleicht? Sendet mir euren Tribut. Eisen. Verstanden. Ah. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Also ja, die Käserei errichten, aber ihnen auch gleich sagen, dass sie das Essen nicht verbrauchen sollen. Und ich glaube, ich kann noch eine zweite Metzgerei errichten. Ja, hier gibt es Stachelschweine. Oh, eine Ruine. $200 kostet das hier. Hier kriege ich 150 raus. Ja, ist auch okay. Alles klar.
So, zweiter Metzger, Käserei. Da kommt das Eisen, was wir jetzt geordert haben. Oh, die Besuchzeit ist vorbei. Das heißt, ich kann mich jetzt in das auf euren Befehl Dorf begeben. Und ja, so bald wie möglich den Eisensektor dann auch einnehmen. So, blub. Verstanden. Tag. Seid willkommen. Der Brunnen auf unseren Weiden ist versiegt. Wir sind verhindert, denn wir müssen unsere Verteidigung gegen diese Priester vorbereiten. Könntet ihr an unserer Stadt bitte nach dem Brunnen schauen? Verstanden. Okay. Sofort. Verstanden. Dann schicken wir unseren Geologen aus und graben den Brunnen. Schon unterwegs. Aus. Sofort. Sofort. Ja, irgendwas ist aber wieder verbuggt. Alles klar. Seid willkommen. Der Brunnen auf unseren Weiden ist versiegt. Wir sind verhindert, denn wir müssen unsere Verteidigung gegen diese Priester vorbereiten. Könntet ihr an unserer Stadt bitte nach dem Brunnen schauen? Ja, das machen wir. Aber kannst du Kopf dich da bitte verziehen? So, die Milch kommt. Gut. Oh, wir haben das Territorium eingenommen. Auch gut. Nee, kein Holzfäller, sondern ein Jäger. Wobei erstmal ein Stück Straße. So. Dann ein Jäger. Euren Tribut für Hidu. Schon unterwegs. Kämpft weiter. In den Kampf. Ja, wir helfen mal hier ein bisschen. So, da kommt unser Geologe. Ja, wir haben den Brunnen repariert. Jawohl. Auf unserer Seite befindet sich eine versiegte Steinmine. Sind dann gelogen, vielleicht kann ein neues Steinvorkommen aufspüren. Sollte Erfolg haben, könnt ihr Stein bei uns beziehen. Sofort. Schon unterwegs. So, jetzt können wir den Käse verschicken. Vielleicht hat das mal Auswirkungen. Alles klar. So, da kommt ein neuer Geologe. Sofort. Jawohl. Und da kommen die 17 Gold Tribut. Thank you.
Und da wird der Käse geliefert. Ja, ich weiß, das fängt schon sehr gut an hier. Bitte Bugs. Ah. Oh ja, jetzt können wir übrigens auch den Käse dann wieder freigeben. Und ein bisschen von unserem Holz verkaufen vielleicht. Es werden auch nicht mehr wirklich die Meldungen und alles gemacht. Und auch hier oben das Gold alles. Irgendwas ist echt komisch an der Mission gerade. Machen wir mal kurz einen Quick Save und einen Quick Load. Mal sehen, was dann passiert. Mal sehen, ob sie es dann wieder fängt. Na, nicht ganz so wirklich. Wie ihr wünscht. Auch keine Nachricht, wie sich das Dorf bei uns bedankt. Nichts. Auf okay. Euren Befehl. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Verstanden. Wer hat das Erdbeben eingeladen? Boah. Das hat in erster Linie uns getroffen. Das hatte ich sowas von gar nicht mehr in Erinnerung. Nee. Vor allem, das kostet uns jetzt Stein, aber richtig. Oh, aber die sind jetzt unsere Verbündeten. Wie ihr wünscht. Das Reich von Hidun erhebt Tribut. Sofort. Ei. Ah, das heißt, bis wir hier alles repariert haben. Ah. Und wieder alles aufgebaut haben. Hat's hier unten auch erwischt? Ja, Tatsache. Und den Außenposten und die Jägerhütte auch wahrscheinlich. Ja, hat's alles erwischt. Alles klar. Schon unterwegs. Das Erdbeben hat schwer gewütet und Seele haben Angst, dass uns tatsächlich dieser unheilvolle Fluch erheilt hat. Wir benötigen dringend geistlichen Beistand. Such den Tempel von Hindala im Osten auf. Okay. Jawohl. Dann auf zu dem Tempel.
da kommt zum Glück der ganze Stein, den wir geordert haben. Die Siedler brauchen ein Zeichen der Hoffnung. Sucht die heilige Kuh und führt sie durch die Dörfer. Schützt ihr Leben wie das eurige, denn sie ist uns heilig. Die Priester Kaas haben uns erneut angegriffen. Sendet uns schnell Holz, damit wir unsere Palisaden wieder errichten können. Ich kann meine Brüder nicht länger zum Ausharren bewegen, wenn noch weitere Gebäude zerstört werden.